Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von, sagen wir mal, Schaltmodule Revisited. In einem vorhergehenden Video hatte ich euch ja diese neuen Schaltmodule hier vorgestellt. 8-Kanal-Schaltmodulen, jeweils 500 mA pro Ausgang und zu verwenden mit ELRS respektive Crossfire. Deswegen auch hier der andere Stecker dran. Okay, darum soll es aber heute nicht wirklich gehen, sondern es geht um etwas Ähnliches, nämlich ein Schaltmodul, was jetzt ein bisschen anders aussieht, was aber im Wesentlichen die gleiche Funktion hat. Das ist hier und das hat den gleichen Formfaktor wie der Cruise Controller. Das ist die untere Platine von diesem Stack und ist hier so als Mezzanine Board realisiert. Das hätte viel kleiner sein können, aber der Cruise Controller hat jetzt hier diese Größe. Der Cruise Controller wird auch nochmal überarbeitet, weil er ist mir eigentlich zu groß. Deswegen werde ich ihn nochmal kleiner machen. Aber das Prinzip mit dem übereinander montieren wird dann so bleiben. Was haben wir hier? Die untere Platine ist der Cruise Controller. Wie gesagt, mit ELRS-Empfänger drauf und mit Bluetooth drauf. Genau, der hat auf der anderen Seite 4 Servoausgänge und hat mehrere serielle Schnittstellen, beispielsweise für das GPS-Modul, was hier rumliegt, oder auch für hier den Brushless-Steller, oder in dem Fall ist es tatsächlich ein Regler, für den Motor. Das ist auch seriell, damit wir auch die bidirektional, damit wir die Telemetrie vom Steller wieder zurück hier übertragen können. Genau, warum liegt diese Elektronik da? Die habe ich rausgerupft aus meiner Aeronaut Queen. Die soll neu ausgestattet werden und dazu gehört diese Pumpe. Diese Pumpe hat eigentlich überhaupt keinen wirklichen Wert. Sie schon gar nicht, um den Motor mit Wasser zu kühlen. Den Brushless-Motor in der Aeronaut ist überhaupt nicht notwendig. Sondern einfach nur für den Show-Effekt, dass aus dem Kühlauslass, den ich da habe, in dem Boot auch tatsächlich ein bisschen Wasser rauskommt. Also eine Pumpe. Ja, vorher hatte ich die alten Schaltmodule da drinnen. Das war kein Problem. Die Pumpe genehmigt sich so ungefähr im laufenden Betrieb 180 bis 200 mA. Und das war für die alten Schaltmodule kein Problem. Jetzt habe ich aber hier einen anderen Chip verwendet für diese Schaltmodul für den Cruise Controller und der kann pro Ausgang leider nur 150 mA. Nun, wenn ich die Pumpe einschalte, wird der Chip nicht sofort sterben. Das wird er schon schaffen, aber mir war das doch ein bisschen zu gefährlich. Deswegen habe ich mir überlegt, die Ausgänge hier parallel schaltbar zu machen. Das ist eigentlich kein Problem, wenn die Ausgänge nur geschaltet werden. Das geht auch bei diesem Schaltmodul. Dann kann man die Strombelastung erhöhen, obwohl die Strombelastung bei diesem Schaltmodul schon bei 500 mA pro Ausgang liegt. Aber man kann sie auch da noch erhöhen. Gut, das ist natürlich hier auch genauso möglich. Allerdings nützt mir das jetzt nicht viel, denn die Bordelektronik wird mit 24 Volt betrieben. Ich muss also hier sowieso runterregeln. Das heißt, ich muss hier die PWM-Funktion benutzen. Dieser Chip fungiert dann im Prinzip so wie ein Bürstenmotorsteller. Wenn man aber jetzt hier so einen PWM-Ausgang produziert am Ausgang, dann ist das mit dem Parallelschalten schwierig, weil die Ausgänge total synchron schalten müssen. Das ist aber ein kleiner Blick ins Datenblatt, hat das gezeigt. Da war ich ganz glücklich, bei diesem Chip problemlos möglich. Der produziert hier PWM-Signale mit einer fest eingestellten Frequenz von 97 kHz. Ist also relativ hoch, diese Frequenz. Hört man natürlich auch überhaupt gar nicht. Und ich habe jetzt hier mal so relativ hemdsärmlich so einen Stecker draufgesteckt, wobei zwei Ausgänge parallel geschaltet sind. Und jetzt habe ich das so gemacht und das gilt. Und deswegen mache ich dieses Video eigentlich auch überhaupt für dieses Schaltmodul dann genauso, dass man die Ausgänge in Gruppen hier parallel schalten kann. Normalerweise sind die 8 Ausgänge für sich getrennt schaltbar. Man kann jetzt aber jeweils 2 zusammenbündeln. Das verdoppelt natürlich die Strombelastbarkeit. Eben von 150 auf 300 mA wird mir hier schon reichen. Den Anlaufstrom mal ausgenommen, aber ich hoffe, dass der das aushält.
Das tut er auch. Ich habe es eben ja auch schon ausprobiert. Genau. Oder in Vierergruppen haben wir 600 mA oder in Achtergruppen hätten wir sogar 1,2 Ampere, was da dann machbar ist. Gut, der Motor ist ja angeschlossen, wie gesagt, an zwei Ausgängen. Hier über den Draht. Die Leitung geht dann eben zu dem Netzteil, ist momentan nicht im Bild, wird das Ganze hier versorgt mit 24 Volt. Gut, das Ganze wollen wir in Betrieb sehen. Ich schalte das jetzt mal ein am Netzteil im Moment. So, der ELRS-Empfänger blinkt fleißig vor sich hin. Leider habe ich da noch kein Firmware-Update gemacht auf die 3.4.3, die nämlich eine Möglichkeit beinhaltet, dass er sich sehr schnell bindet, weil er einfach sich merkt, mit welcher Konfiguration er beim letzten Mal mit dem Sender verbunden war. Das ist hier noch nicht der Fall. Jetzt musste ich ein bisschen reden, bis der sich gebunden hat. Da, es leuchtet dauerhaft grün. Er hat sich gebunden. Das mittlere Modul, was hier noch drauf ist auf dem Cruise Controller, das ist ein LED-Controller für 16 LEDs mit konstant Stromquellen etc. Das ist gar nicht im Betrieb, also es ist schon im Betrieb, es leuchtet ja, aber es wird hier jetzt erstmal gar nicht benutzt. Und genau, so ist das hier aufgebaut. Und jetzt, der Cruise Controller sagt auch, dass er durch die rote LED, dass er Signale empfängt vom Empfänger, dann können wir uns das hier mal angucken. Ich mache das mal ein bisschen mehr ins Bild. Wir gucken uns einfach mal die Konfiguration an. Dazu starten wir wieder das ELRS-Skript, ganz normal. Wir gehen hier runter zu Other Devices. Da taucht unser Cruise Controller auf. Der hat schon eine Adresse, die Adresse 0, weil nämlich diese normalen Servoausgänge auch als Schaltausgänge benutzt werden können. Deswegen stellt er sich auch im Prinzip so ähnlich dar wie ein Schaltmodul, also im Prinzip wie diese Schaltmodule hier. Genau, so jetzt, der hat relativ viele Einstellmöglichkeiten in diesem Menü, deswegen dauert das ein bisschen, bis das Menü übertragen ist von hier zum Sender. Und wir gucken uns jetzt mal hier unter Externals den Switch Controller für den hier an. Der hat die Adresse 2. Das sehen wir dann gleich, wenn ich das bediene. Und hier ist schon der Gruppenmodus 2 eingestellt. Man kann also hier den Gruppenmodus 1, 2, 4 oder 8 einstellen. Ja, da sind eben jetzt zwei Ausgänge parallel geschaltet, also Ausgang 0 und 1, 2 und 3, 4 und 5 und 6 und 7. Deswegen reicht es, wenn ich hier in den Ausgang 1 mir angucke, da sehen wir, der ist also hat PWM-Modus eingeschaltet mit einem Duty Cycle von 76%, sodass also hier die Pumpe nicht komplett überlastet wird. Und genau, test erst momentan aus. Können wir einschalten. Man hört die Pumpe, glaube ich, laufen. Und ich kann hier den PWM-Grad runterdrehen. Jetzt läuft sie sehr langsam. Oder eben hochdrehen, lassen wir es mal bei den 80%. So, und das ist natürlich nur zum Einstellen. Bedienen durch das Ganze natürlich über ein Widget. Dieses Widget hat jetzt blöderweise noch die Überschrift Geräusche. Na gut, die Pumpe macht auch ein Geräusch. Von daher passt es an der Adresse 2. Das ist es genau, der hier. Ups, dreht der Motor. Genau, Kanal 0 und 1 sind parallel geschaltet. Da ist noch die alte Beschriftung mit Horn drauf. Das müsste ich jetzt praktisch ändern. Habe ich jetzt aber nicht für das Video gemacht. Pumpe einschalten, ganz normal. Genau. Okay, der Motor. Ab und zu komme ich hier an den Stick dran. Ja, ich bin immer fasziniert, wie lautlos der Motor läuft. Das finde ich immer schön. Genau. Okay, also parallel schalten von Ausgängen bei den Schaltmodulen ist jetzt möglich.
sowohl hier bei dem Modul für den Cruise Controller als auch für das Standalone-Modul, was alleine an einem ELS-Empfänger betrieben werden kann, da funktioniert das dann genauso. Okay, gut, das waren die Latest News.